Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Saschas Wanderblog. Ich bin heute an der Altweibehöhle. Seht ihr hinter mir im Hintergrund. Die liegt hier im Daubachtal. Ist eine kleine selbstgeplante Runde. Geht von einem Parkplatz aus zwischen Holzappel bzw. Hirschberg und Alten Dietz. Da gibt es einen kleinen Wanderparkplatz. Daten findet ihr aber alle in Komoot und ja, das ist eine nette kleine Tour. Für den Sommer ganz angenehm, weil man geht halt relativ viel durch Wald. Gerade hier unten im Daubachtal ist ja angenehm. Und ja, ich wünsche es einfach mal viel Spaß. Ich hoffe, dass die Tour so funktioniert, wie ich sie geplant habe. Und ja, kommt doch einfach mit. Auf geht's.
noch 200, 300 Meter bis zum Auto ungefähr. Dann war es das auch schon wieder heute mit unserer Runde durchs Daubachtal zur Altweiberhöhle. Ja, es waren jetzt so ungefähr 8 Kilometer. Die Tourendaten blende ich euch natürlich wie immer ein. Link findet ihr in der Videobeschreibung nach Komo zum Nachgehen. Und ja, was soll ich sagen, die Tour hat mir sehr gut gefallen. War positiv überrascht. Ich habe mir die einfach mal so zusammengeplant, weil ich dachte, mit den Hunden hier ist mal ganz angenehm bei der Hitze. Das war es auch. Zum Teil war es ein bisschen heiß an den offenen Flächen. Aber so durch den Wald und gerade unten im Daubachtal, was wirklich sehr schön ist, richtig wild romantisch, gerade so an der Genoveva-Höhle, das lädt echt ein, da ein bisschen zu bleiben. Ja, war die Tour wirklich richtig schön. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Frisch auf und bis bald, euer Sascha. Ciao.